Aber wir spüren ja nicht nur unsere Verbundenheit, sondern du hast auch Kräfte gezeigt, immer wieder neu und auch immer wieder erstaunlich Menschen einzubinden. Unsere Referenten, du hast sie erwähnt, ich bin auf euch ganz stolz, dass ihr schon so lange auch hier unser Projekt immer wieder neu belebt und mit immer wieder neuer Freude und Herzenskraft ausgestaltet. Aber es gibt eben auch organisatorische Dinge, nicht alles kann so nah an den Künstlern stattfinden. Bis hinauf in die Landesregierung hast du Türen geöffnet, hast unser Regionalbüro der Stiftung Kinder brauchen Musik hier als erstes Regionalbüro eingerichtet. Und da wird noch viel kommen und es muss jetzt nach der europäischen Klassenreise kein Projekt mit der UNO fahren. Ganz grundlegende Empfindungen und es gibt Menschen, die wir beide bewundern. Ich will mal zwei oder drei nennen, die auch schon vor uns gesagt haben, was uns aufträgt und voranbringt. Janusz Korczak zum Beispiel, die Janusz Korczak-Schule ist dieses Jahr im Projekt, hat mich mit der Erkenntnis beeindruckt, als ich noch ein sehr junger Vater war, in seinem Buch »Wie man ein Kind lieben soll«. Er hat dort geschrieben, Kindheit ist nicht nur der Wartesaal des Lebens. Kinder können genau wie wir Erwachsene jeden Tag nur einmal erleben. Und darum müssen wir alles tun, dass jeder Tag für die Kinder seinen Wert hat und dass wir Respekt vor den Kindern haben und sie nicht nur auf ihre Zukunft projizieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig. In unserer Gesellschaft, auch in vielen Unternehmen, sind Kinder hauptsächlich die Kunden von morgen oder die Steuerzahler von morgen. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir sie als wertvolle Menschen jeden Tag schätzen und ihnen Möglichkeiten geben, aus ihrem Leben viel zu machen, täglich. Und mit Musik kann man eben sehr viel machen. Musik bewegt ja nicht nur die Herzen, sondern Musik stiftet Gemeinschaft. Musik kann die Persönlichkeit der Kinder auf einen Weg bringen, der dann heißt, mehr Selbstvertrauen, aber auch vielleicht sich einordnen können. Wir merken bei unserer Klassenreise sehr gut, dass Kinder, die vielleicht dazu neigen, immer ein bisschen vor den anderen zu sein, dass sie plötzlich auch doch mal mittendrin sein können und andere, denen man gar nicht zugetraut hätte, dass sie auch mal eine Rolle spielen, ein Solo singen, sind plötzlich vorne. Und das sind Erfahrungen, die man, glaube ich, im Schulalltag so leicht nicht machen kann. Das macht unsere Klassenreise zur Musik, glaube ich, schon unvergleichlich. Und das, was du hier begonnen hast mit deinem Team, hat ja Früchte getragen. Und ich erzähle dann natürlich auch da, wo ich bin, immer, wo es begonnen hat, nämlich in Nordhausen. Wir haben eine deutsch-polnische Klassenreise, wir haben eine Klassenreise in Bayern, eine in Nordfriesland, Ostfriesland natürlich, im Bereich von Jever, Wilhelmshaven. Wir haben jetzt sogar eine Klassenreise auf Plattdeutsch begonnen. Aber die inklusive Klassenreise, die ist eine ganz, ganz wichtige neue Variante. Und die Erfahrung, die wir hier jetzt sammeln, die werde ich sehr ernst nehmen. Denn unsere Stiftung heißt eben Kinder brauchen Musik und Kinder, die miteinander umgehen lernen, mit mehr oder weniger Behinderung. Ich sage ja immer, kein Mensch ist unbehindert. Nur bei einigen redet man drüber. Ich glaube, jeder von uns weiß ganz genau, dass er irgendwie auch Behinderungen hat, mit denen er leben muss. Und es fließt so selbstverständlich ineinander in diesem Projekt, was ich da gestern erlebt habe, hat auch mir wirklich eine Gänsehaut gemacht. Und ich bedanke mich bei allen, die das Projekt und eigentlich ja auch ein bisschen das kleine Abenteuer auf sich genommen haben. Aber es ist dann eigentlich, wenn man mittendrin ist, schon, glaube ich, gar kein Abenteuer mehr, sondern Lebensfreude. Und die vermittelt ihr ja auf ganz besondere Weise. Wenn wir weitermachen, gehöre ich natürlich weiter dazu. Ich möchte ja gerne, das sage ich ganz bewusst, noch sehr lange alt sein. Ich werde oft gefragt, wie geht es Ihnen denn so? Fühlen Sie sich alt? Ich sage, ja, jung war ich ja auch sehr lange. Und ich finde Altsein wunderbar. Ich werde nächstes Jahr 70 und wir werden einen Anlass finden, das hier auch noch ein bisschen zu feiern. Ich darf nächstes Jahr auf 40 Jahre Musik für Kinder zurückblicken, das Jugendsozialwerk auf 30 Jahre, 25 Jahre, gut, das sind zusammen immerhin auch schon im Rentenalter. Ne? Wir gehen zusammen in die Rente, aber nicht in den Ruhestand. Ne? Also da kommt noch einiges, was uns verbindet, aber auch wenn das nicht jeder gerne hört, ich möchte auch gerne alles tun, damit die Dinge am Ende nicht an meiner Person hängen und wenn ich nicht mehr dabei sein kann, aus welchen Gründen auch immer,
dann im Sande verlaufen oder sogar austrocknen. Das wäre auch sehr, sehr schade. Und darum werden wir das ein oder andere auch so betreiben, dass man es sich auch letztendlich ohne meine persönliche Anwesenheit vorstellen kann. Ich komme aber immer wieder sehr gern. Und wenn ich am Harzrand entlang fahre und zum ersten Mal das Schild Nordhausen lese, dann ist es tatsächlich so ein Nachhausekommen-Gefühl, das ich sonst nur habe, wenn ich von den Harburger Bergen runterfahre und der Hafen in Sicht kommt. Und das möchte ich noch oft erleben. Ich danke euch ganz herzlich, fühle mich euch sehr verbunden. Danke.